Servus zusammen. Hier sind wieder Stefan und Fuxi von Oberpfalz Adventures. Wir heißen euch herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Zu einem neuen Video unserer 16-tägigen Reise auf die Azoren. Los geht's wie immer nach dem Intro. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. So, unser erster richtiger Stopp des Tages, eigentlich der zweite Stopp, weil wir haben ja heute noch den Terra Nostra Park gemacht, der war eigentlich gestern auf dem Plan stand, aber das wisst ihr ja bereits, ist jetzt der Miradouro Porto Sol. Ja, Empfangskomitee ist auch schon da. Eigentlich wollten wir hier auf dem Miradouro Poco do Podoes fahren, aber wir waren da oben, da sieht man mal wieder nichts, der ist total in den Wolken. Und darum haben wir jetzt uns für diesen Stopp entschieden. Ja, was gibt es heute sonst noch so zum Sehen? Es geht heute wieder der Küste entlang. Und es gibt wieder einige tolle Ausblicke. Auch noch ein weiterer Park ist heute dabei mit einem Wasserfall. Ja. So sieht ungefähr das heutige Programm aus. Um genau zu sein, ging es an diesem Tag entlang der Westküste von São Miguel. Bevor es zum ersten größeren Highlight ging, dem Leuchtturm Farol do Anel, machten wir Halt an mehreren Miradouros entlang der Küste. Diese befinden sich alle in schön angelegten kleinen Parks oder Gärten. Nachdem wir den Leuchtturm von diesem Miradouro schon aus der Ferne betrachten konnten, fuhren wir schließlich weiter dorthin. Hier gleich ein wichtiger Hinweis: Parkt unbedingt oben am Parkplatz und fahrt nicht hinunter. Die Straße ist sehr steil.
Man hört immer wieder, dass Touristen hinunterfahren und nicht wieder hochkommen. Diese müssen dann oft von Einheimischen mit dem Traktor wieder nach oben gezogen werden. Nun aber zum Leuchtturm selbst. Der Faroldo Anel liegt in der Nähe von Nordest. Er ist mit Ausnahme eines kleinen Leuchtfeuers auf der Haufenmole von Ponta Delgada der älteste Leuchtturm der Azoren und ging am 26. November 1876 in Betrieb. Seine einzigartige Lage auf einem Felsvorsprung am Meer macht ihn zu einem der bekanntesten Leuchttürme auf den Azoren und er ist ein beliebtes Fotomotiv. Außerdem hat man vom Faroldo Anel noch einen tollen Blick auf einen Wasserfall. Nach dem Besuch des Leuchtturms fuhren wir weiter zum nächsten größeren Highlight des Tages, dem Naturpark Ribeira dos Caldeiros. Der Park liegt wunderschön in einem Tal an der Nordküste. Bei einem Spaziergang durch den Park kann man so einiges entdecken. Neben tollen Wasserfällen und der beeindruckenden Pflanzenwelt befinden sich hier auch noch 5 alte Wassermühlen. Außerdem gibt es im Park noch ein Café, einen Kinderspielplatz und einen Souvenirladen. Der Eintritt ist kostenlos und man sollte sich den Park Ribeira dos Caldeiros nicht entgehen lassen. We'll be right back.
Nach dem Naturpark Ribera dos Calderos fuhren wir noch weiter zu einem kleinen Aussichtspunkt, bevor wir uns auf den Weg zurück zu unserer Unterkunft machten. Denn an diesem Tag war wieder Packen angesagt, da es für uns am nächsten Tag weiter auf die Insel Flores ging. Bevor es am nächsten Tag zum Flughafen ging, hatten wir vormittags noch etwas Zeit und schauten uns die Ananasplantage Santo Antonio in Ponta Delgada an. Die Azoren sind der einzige Ort in Europa, an dem Ananas wachsen, und weltweit werden nur hier Ananaspflanzen in Gewächshäusern gezüchtet. Bei einer kostenlosen Führung durch die Gewächshäuser kann man viel über den Ananasanbau lernen und die verschiedenen Entwicklungsstadien der Pflanzen sehen. Eine Ananaspflanze braucht etwa 2 bis 3 Jahre, um eine einzelne Frucht zu produzieren, und der Anbau ist ziemlich aufwendig. Natürlich verfügt die Ananasplantage Santo Antonio auch über einen kleinen Shop, wo ihr die hier angebauten Ananas und weitere Produkte wie Ananasmarmelade und Ananasliköre erwerben könnt. Übrigens könnt ihr Ananaspflanzen auf den Azoren nicht nur hier in den Gewächshäusern sehen, sondern sie sind auch in Parks und Gärten zu finden. Nach der Besichtigung der Plantage ging es zum Flughafen und wir verabschiedeten uns von São Miguel. Nun wieder ein kleines Fazit zu den letzten beiden Tagen. Die Ostküste ist auf jeden Fall sehenswert. Leider fehlte uns an diesem Tag etwas die Zeit, da wir noch den Terra Nostra Park am Morgen nachholten. Und so konnten wir leider nicht alle ursprünglich geplanten Highlights besuchen. Schön war es aber trotzdem. Auch die Ananasplantage Santo Antonio ist einen Besuch wert. Denn so oft hat man ja nicht die Gelegenheit, eine Ananaspflanze in Europa zu sehen. Zum Abschluss gibt es jetzt wie immer noch ein paar Impressionen des Tages. Bevor es dann weitergeht mit der Insel Flores, erwartet euch im nächsten Video erstmal wieder eine kleine Wanderung in der Oberpfalz. Denn auch das wollen wir natürlich nicht vernachlässigen. Darum wie immer, dranbleiben lohnt sich! Danke fürs Zuschauen, sagen Stefan und Fuchsi von Oberpfalz Adventures. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Auch über einen Kommentar würden wir uns natürlich sehr freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst uns ein Abo da. Und deckt dann die Glocke. Servus und macht's gut, bis zum nächsten Video.